Hola ihr Lieben, ich möchte ganz kurz erzählen, worum es in diesem Video heute geht, denn ich bin schon wieder ein bisschen im Verzug. Es gibt ein paar kleine Rückblicke und zwar natürlich immer, wie es bei uns hier auf dem Grundstück weitergeht, dann ein paar Bilder zu Fortschritten bei uns im Dorf, im Valle Vallena Dorf. Eine Baustelle zeige ich da von weiteren Nachbarn, die gerade am Bauen sind. Und auch, das ist aber schon ein Rückblick, wie der Brunnen entstanden ist, beziehungsweise wie die Wasserfontäne aus dem Brunnen kommt. Dieser Brunnen, der wird dann im Grunde den ganzen neuen Bauabschnitt versorgen. Zum Schluss dann bin ich mit einer Freundin in Asunción, die sich dort Apartments angeschaut hat, und bei einem durfte ich dabei sein. Ich dachte, das ist vielleicht mal interessant, mal zu sehen, was es da so gibt auf dem Wohnungsmarkt in Asunción. Und da gucken wir uns gemeinsam ein Apartment an, in einem schicken Apartmenthaus. Das sieht schon geil aus. Und was sagst? Schön. Das gibt eine schöne Arbeitserleichterung. He? Nicht mehr morgens um 6. Oh, was freue ich mich. Die Rasenberegner umsetzen. Ja. Inzwischen sind noch mehr Gräben dazugekommen. Das sieht wirklich schlimm aus. Der ganze Garten ist aufgebuddelt. So, das wird jetzt programmiert, dass es nachts läuft. Ich glaube, das ist so ein bisschen kompliziert, hat er gesagt. Das heißt, wir kriegen das programmiert. Es läuft in der Nacht. Und dann kann man das für den Sommer dann später umstellen und erhöhen. Jetzt haben wir erstmal Winter. Letzte Arbeiten hier. Hier wird auch noch zugeschaufelt. Hier liegen jetzt die Rohre. Wird gerade noch begradigt. Das Ganze ist jetzt hier an den Tank angeschlossen. Ich bin ja ganz begeistert. Die machen sogar unseren Tritt und unsere Leiter wieder sauber. Das ist ein Service. Ah, hier sind ja auch die ganzen Schlüssel, also Javis, um jetzt hier die Bewässerung für den Garten zu öffnen, angebracht. Toll, das ist ja hier unser Gemüsegarten. Aber ich muss gestehen, dass es mich nach mehreren Monaten des Gießens auch wirklich langsam etwas nervt. Und deswegen und überhaupt, weil es einfach praktischer ist, bekommen wir eine Sprinkleranlage. Ich freue mich als Betroffene in Anführungsstrichen natürlich sehr, da mir das Gießen zwar Spaß macht, aber auf die Dauer artet es wirklich in Arbeit aus. Ja, und hier wird jetzt die Sprinkleranlage verlegt. Man sieht, der ganze Garten ist aufgebuddelt. Aber sie haben das ganz schön hier auf Folie gepackt. Den Rasen, wenn dann die Leitungen verlegt sind, wird der Rasen wieder eingesetzt. Das ist zum Glück ziemlich unproblematisch hier. Wächst schnell wieder an. Wow, unsere Beregnungsanlage wird eingestellt. Das ist jetzt gerade der Testlauf. Man würde jetzt meinen, man bräuchte ja keine, weil es hat nämlich gerade geregnet. Deswegen ist hier alles nass. Aber das ist jetzt der Testlauf. Der ganze Garten war ja umgebuddelt. Und heute ist es vielleicht endlich zu Ende mit den Bauarbeiten. Okay, zwei Tage später, ich wurde angerufen, dass die Wasserfontäne jetzt startklar ist und der Tiefbrunnen auf 120 Meter gebohrt wurde. Da ist auch schon der Sam. Aber die sind ja sowieso Artefakte hier, diese LKWs, das ist einfach unglaublich.
So, wir warten auf die Fontäne, Sam und ich. Müssen einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten, haben wir gerade gesagt bekommen. Hier sieht man mal den Bauwagen von Hydrocervic, da pennen die Jungs drin. Die sind ja, schlagen ja dann hier ihre Zelte auf für ja, 2 Tage, 3 Tage. Ja, in der Nähe vom Bohrloch. Ja, und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter zu unseren neuen Nachbarn, die hier gerade bauen. Da freuen wir uns sehr. Die haben jetzt angefangen vor 2 Wochen oder so. Kann das sein? 2,5. Mal gucken, ob sie da sind. Und es geht gut vorwärts. Ja, das ist ein Team aus, glaube ich, Villa Rica. Die haben sich hier häuslich eingerichtet, übernachten hier auch. Und es geht schwer vorwärts hier. Da ist die Stahlbiegestation. Ist ja alles Handarbeit. Das ist jetzt ein anderes Bauteam als Christians Bauteam. Hier kann ja bei uns im Dörfchen jeder bauen, mit wem er möchte. Ja, der Eugen, der macht ganz viel selbst. Ist immer dabei beim Bauen. Und dieses Grundstück hier, das hat so einen richtig tollen Ausblick. Heute bin ich mit einer Freundin in Aarau, die sich ein Apartment anschauen möchte. Wir gehen aber jetzt ins 1321, weil hier ist die Musterwohnung. Cool, mit Concierge. Ja, sieht schick aus. So, das sind die Aufzüge. Wir fahren jetzt hoch in die Modellwohnung. Ja, ist ein schickes Understatement hier, würde ich mal sagen. Hier gibt es sogar ein Kino. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wie geil ist das denn? Matrix. Das passt ja wieder. Also das ist wirklich cool. Wenn du hier mietest, hast du Zugang zu diesem Privatkino. Kannst du mit deinen Freunden einen schönen Fernseh-Popcorn-Abend machen? Guckt euch mal diese Sessel an. Mega. Muss man natürlich anmelden. Da fehlt nur noch jetzt hier was für die Füße. Und so kann man schön Fernseh gucken. Ich glaube, das ist überhaupt das Amenity-Deck hier. Wir gucken zwar auch hier die Musterwohnung an, aber hier sind zum Beispiel auch Bäder. Ich glaube, wenn man hier Sport macht, das kann ich auch mal zeigen, kann man hier das Bad benutzen. Und hier, genau, Salon de Eventos und das Kincho. Ja, cool. Also das sind dann die sogenannten Amenity Decks. Die sind dann inkludiert im Mietpreis. Ich glaube, hier hinten ist dann der Salon de Eventos. Hier kann man dann Partys feiern, wenn man möchte, oder Treffen veranstalten. Und hier drüben, das ist dann jetzt das Molas 1311, was gerade gebaut wird. Und das ist im Grunde dann das gleiche nochmal wie das 1321. Auf diesem Deck hier gibt es ja noch das Gym. Da ist jetzt gerade einer drin, deswegen will ich jetzt da den nicht stören, den Mann. Sieht aber auch ganz nett aus. Und hier ist noch so ein Kids Club. Gut, das ist jetzt für mich wäre das nicht so interessant, aber auch nice to have. So ein riesen Spielzimmer. Da hinten, das ist wieder der Pool. Und ich glaube, es gibt noch irgendwas, ne? Was ist denn hier um die Ecke?
Ah, Coworking Space, alles klar. Hier hast du dann noch so ein Coworking Space. Das geht nur mit Karte auf auch. Ja, hätten wir, aber... Hätten wir, aber da ist jetzt jemand drin, genau. Den wollen wir jetzt auch nicht stören. Wir haben die Musterwohnung gefunden. Ah, guck mal, ist alles schön hier eingedeckt, wie in so einem Kaufhaus. Ja, ich mach mal gerade so einen ersten Eindruck, dann mache ich die Kamera aus. Mhm. Da ist dann noch ein Schlafzimmer. Da ist ein Bad. Und hier hinten ist, glaube ich, noch mal Bad und Schlafzimmer. Das ist jetzt der Balkon. Ich weiß jetzt nicht, ob der bei allen Wohnungen so groß wäre. Nee, ne? Denke ich auch. Da sieht man mal das Molas 1311, das was jetzt gerade gebaut wird. Wir gehen jetzt ins La Panera Rosa. Das hier ist es nicht. Aber ich kann ja immer mal ein bisschen Asu filmen, wenn ich hier bin. Das Panera Rosa, das habe ich in Buenos Aires entdeckt. Da gibt es mehrere von dieser Kette und tatsächlich habe ich es irgendwann hier in Asunción entdeckt. Und da gehen wir jetzt hin. Da hinten dieser rosafarbene Laden, der ist es. Also wir sind jetzt hier um die Ecke vom Plaza Hogar. Da oben ist das Plaza Hogar. Da haben wir heimlich geparkt, aber keinem verraten. Und das ist jetzt das Panera Rosa. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, und es sieht aus wie in Buenos Aires. Lecker Kuchen, alles rosa. Suchen wir uns einen Platz. Queremos sentarnos afuera. Haben wir gerade noch entdeckt und das Wetter gibt es eigentlich her, dass wir uns hier draußen auf die rosa Plüschkissen setzen. Der arme Anam, der hat eben die Autos gewaschen. Der hat schon gesagt, als ich losgefahren bin, na toll. Aber hier regnet es so sehr, dass wenn ich am Schluss nicht durch den Matsch fahre, das Auto wieder sauber ist. Mal gucken, ob mir das gelingt bei einem Erdweg. Da kommt die nächste Querstraße, wo es das ganze Wasser und den Sand runterspült. Oder dieser wunderschöne Fluss, der sich hier entwickelt hat. Das ist ja unglaublich. Ah, Wahnsinn, das ist hier die Hauptstraße in Atyra. So, ich fahre jetzt mal durch den Fluss. Guckt euch das an, Leute. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin.